Ein Schlüssel. Ja. Okay, das kann man aufmachen. Die Scheibe muss ich zerschlagen, aha. Damit ich das Zeug benutzen kann. Da ist ja Rose Feueraxt, Mensch. Und da wackelt schon wieder so ein Bild rum. Was ist hier los? Ja, auf diesen Nachttopf hätte ich jetzt echt verzichten können. Aha. Aha. Ich will nicht wissen, warum da ein Brustkorb drin liegt. Die Tür ist verschlossen, ich habe einen Schlüssel dafür. Ja, okay, gehen wir rein. Und schon haben wir es wieder mit Winnebild zu tun. Was müssen wir finden? Modellboot. Das ist hier oben. Mikroskop. Ist das? Nee, das ist ein Föhn wahrscheinlich. Wo ist das Mikroskop? Wisst ihr was? Ich würde mal sagen, wir machen wieder ein bisschen Vorarbeit. Wenn wir hier reinklicken, da ist ein Mikroskop. Eine Sanduhr, come on, die hatte ich doch schon irgendwo hier oben. Eine Teekanne. Ist vielleicht noch ein Mörser da? Was ist eine C-Klemme? Gut, ein Seil haben wir noch gefunden. Mörser. Nee, Mörser brauche ich nicht. Schreibmaschine. Da. Eine Nuckelflasche. Wo ist die Nuckelflasche? Eine Sauerstoffflasche. Gut, die habe ich. Eine Nuckelflasche. Und meine Pfeffermühle. Was ist denn hier alles drin? Ah, die Glocke. Eine C-Klemme. Ist das die C-Klemme? Nein. Wo ist die C-Klemme? Ah, wo ist die Nuckelflasche vor allem? Ah, da hinten. Es ist nur noch die C-Klemme finden, wenn ich wüsste, was eine C-Klemme ist. Freunde, was ist eine C-Klemme? Wer von euch arbeitet im Krankenhaus? Ja, also nicht, dass jetzt hier nur Sachen vorkommen, die im Krankenhaus vorkommen. Ein Fernglas wird keiner von euch benutzen. Die meisten Sachen hier sind aus dem Krankenhaus, aber nicht unbedingt alle. Ach, das da. Okay. Habe ich. Jo, eine Sauerstoffflasche. Das ist definitiv interessant. Also hier scheint es gerade nichts mehr zu geben, was man tun kann, oder? Und da blitzt hier noch irgendwas. Meistens blitzt es ja auch so leicht auf, wenn irgendwas irgendwo zu tun ist, wie diese Scheibe hier. Und es stört auch überhaupt keinen, dass mitten in der ersten Klasse jemand durch so einen Geheimgang durchgeht. Ja? Stellt euch mal vor, John Jacob Astor tritt plötzlich aus der Wand. Also. Kann ich nicht einfach mit einer Sauerstoffflasche erschlagen? Nein, okay. Ja. Ich habe soeben. Ich möchte eigentlich gar nicht kommentieren, was ich gerade getan habe. Ich kann dazu noch nicht mal mehr was sagen. Ich habe gerade in meiner Funktion als erste Klasse Passagier auf der Titanic in einem Bad der ersten Klasse eine Sauerstoffflasche durch ein Bullauge gerammt. Ja, Sachen, die auf alten Schiffen täglich passieren. Deswegen ist man ja versichert bei... keine Ahnung wem.
So, mal gucken. Jetzt kann man hier rausgehen. Steuerbord. Mhm, da oben ist eine Promenade offensichtlich. Hier scheint auch ein Schornstein rumzuliegen. Wunderschön. Der Kurbelgriff ist fest angebracht. Da kann ich momentan leider nichts tun. Die Spalte ist zu groß, dass ich sie überqueren könnte. Ich brauche etwas, das ich als Brücke verwenden kann. Ich bin ein Geist. Da kann ich doch wohl drüber schwimmen. Außerdem, was will ich denn da drüben? Okay, offensichtlich muss ich erstmal dieses Wimmelbild lösen. Bevor wir jetzt hier gucken, was wir eigentlich suchen, gucke ich mal, was ich durch wirres Herumklicken erreichen kann. Offensichtlich finde ich dadurch schon ein bisschen was. Alle Sachen, die irgendwie mal verdächtig aussehen. Da habe ich eine Standuhr übrigens. Für diejenigen von euch, die sich gefragt haben, warum bei uns in den Schiffsladeräumen Standuhren liegen oder stehen. Gibt's auf Schiffen. So, Stuhl. Einen Nothammer haben wir irgendwo. Oh Gott, diese kleinen Nothammer, ne? Ist das ein Nothammer? Ja. Eine Büste. Ja. Ein Werkzeugkasten hier. Versteinerte Muscheln. Das ist eine Muschel, aber offensichtlich keine versteinerte. Eine Lampe brauche ich auch noch. Leute, wir sind hier auf dem Meeresgrund. Wo soll ich denn jetzt hier versteinerte Muscheln herkriegen? Ach komm, die Lampe hätte ich auch so gefunden. Ich will die Muscheln sehen. Ah, hier. Nothammer. Da fällt mir natürlich was zu ein. Was ist das denn? An der Seite des Schiffes sind ein paar Muscheln. Kann ich sie wegleuchten vielleicht? Wegrubbeln. Weghammern. Weg, ach, leuchten hatten wir schon. Wegschießen. Nein, kann ich nicht. Noch irgendwas, was ich hier tun kann. Ich glaube, das war's. Wir können zurück in den Waschraum schweben. Aber nicht über den Abgrund natürlich. So, jetzt bin ich wieder hier. Mit dem Nothammer diese Scheibe einschlagen. Hol mir Rose Feueraxt. Von Rose DeWitt Bucator geprüft. Und dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, waren wir eigentlich schon durch? Kann ich ihn vielleicht mit der Axt... Also, ganz ehrlich, dieses Spiel gibt mir so viele Möglichkeiten, irgendjemanden vielleicht zu töten. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Was können wir noch tun? Nein, ich komme auf jeden Fall nicht zurück ins Treppenhaus. Ich muss zurück in die Totendimension. Ja. So viel Leben verloren wegen meiner Fehlentscheidungen. Ich halte diese Schuldgefühle nicht aus. Bitte hilf mir, ja. Es gibt nicht besonders viele Möglichkeiten, wo wir jetzt hier hin können. Die Axt wird nicht als Brücke fungieren. Und hier hilft sie auch nicht weiter. Aber wir können zur großen Treppe zurückgehen. Ne, hier gibt es nichts zu tun. Und viele Möglichkeiten haben wir jetzt hier nicht, aber... Da kann ich nicht rein. Der schwarze Schatten blockiert immer noch die Tür. Mann, wo soll ich denn hier was machen? Nirgendwo, offensichtlich. Fahrstuhlschacht. Nee, also außerhalb des Schiffes. Im Übrigen immer interessant, dass das immer noch so schön gestrichen ist, ne? Also, wie kann denn das Holz vermodert sein, aber das Schiff ist noch in so gutem Zustand? Wenn Ken Marshall das so gefunden hätte. Beziehungsweise, er hat es ja nicht gefunden, ne? Ihr wisst ja, aber... Er war auf jeden Fall ziemlich am Boden zerstört, als es gefunden wurde. Und als er gesehen hat, dass das Schiff so kaputt ist. Wenn das Treppenhaus so existieren würde. Mensch, Jackpot, Leute.
Hier gibt es nichts zu tun. Ja, was denn da? Dann müssen wir hier hin zurück. Aber wohin? Hier ist nichts zu tun. Hier ist auch nichts zu tun. Ja. Der vermutete Holzbalken, natürlich. Ja, also spätestens jetzt kann mich die White Star Line verklagen. Weil ich soeben ein Stück Teflon aus der Wand geschlagen habe. Das ist Eigentum der White Star Line, das müssen sie bezahlen. Ja, aber immerhin hier am Holzbalken, ich weiß auch schon, wofür ich den brauchen kann. Für den Abgrund, über den ich nicht rüberschweben kann. Weil ich nur so ein halbseitender Geist bin, ähnlich wie so ein Halbgott. Aha. Diesen Herrn hier sollten wir vielleicht vertreiben. Wie sieht hungrig aus? Magst du vielleicht eine Bettpfanne haben? Aha. Dann kann ich erkennen, was da drin ist. Ah, da kann ich doch bestimmt eine Spachtel rausholen. Okay. Was liegt denn hier eigentlich? Ist das ein Ankerketten-Dings da? Come on. Muss dieses Vieh hier rumsitzen? Hier sieht hungrig aus. Ja, friss halt diesen Schrott hier. Ich brauche jetzt eigentlich eine Angel, um diesen Fisch da zu angeln, oder eine Fischfalle. So, jetzt habe ich Muscheln besorgt. Das ist doch mal Happa Happa hier. Viel Spaß mit den Muscheln. Was ist das? SOS, SOS, CQD, CQD, wir sinken. Schnell, die Passagiere gehen in die Boote, Titanic. Das finde ich erstmal gut. Also, nicht ein Inhalt, aber dass man dieses historische Detail Wert gelegt hat. Ein SOS-Ruf. Ja gut, das ist natürlich der Beweis, ne? Für diesen einen Herrn. Und wie soll ich denn, was soll dieser Fisch jetzt sagen? Ist auch egal. Ich kann auf jeden Fall jetzt... Ist das der SOS-Ruf der Titanic? Hätte ich doch nur früher davon gewusst. Ja, kein Problem. Was ist das? Ein SOS-Ruf von der Titanic? Das ist auf jeden Fall ein Hinweis, nein. Ich fühle ein Desaster von unsagbarer Größe am Horizont. Ich muss die anderen warnen, damit sie sich auf das Schlimmste vorbereiten können. Meine hellseherischen Kräfte haben es wieder getan. Ja. Es waren deine hellseherischen Kräfte, garantiert. Manchmal braucht auch ein Hellseher einen kleinen Schubs in die richtige Richtung. Danke für deinen Hinweis. Ich hatte eine deutliche Vision über das, was passieren wird und habe allen erzählt, dass sich eine Riesenkatastrophe anbahnt. Natürlich hat nicht jeder gehört, aber die, die es taten, waren besser dran. Deine Tat hat eine große Bürde von meinen Schultern genommen. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass du eine schwere Last mit dir herumträgst. Viel Glück. Ja, damit können wir uns beim Tod wieder vorstellen. So, du hast ein paar mehr armen Seelen geholfen. Aber was ist mit deiner eigenen? Wer wird deine Seele retten? Ich bin sicher, dass es nicht Robert Ashley sein wird. Obwohl euer Schicksal eng zusammenhängt, scheint er dich nicht für einen Freund zu halten. Warum? Ich öffne dir zwei neue Möglichkeiten für deine Erlösung. Vielleicht findest du dort die Antwort, nach der du suchst. Können wir dieses Spiel einfach sein lassen und zum Punkt kommen? In meine Kabine rein? Natürlich immer noch nicht. Gut, wir gehen erstmal zur Backbordseite raus. Das scheint, ist das Heck? Mhm. Ohne Hebel kann ich den nicht betätigen. Ich brauche also den Hebel, der auf der anderen Seite irgendwo rumliegt, an irgendeiner anderen Winde oder was weiß ich, was das war. Problem ist nur, dass ich das Teil wahrscheinlich nicht abkriegen werde.
Der Koffer ist fest verschlossen. Da komme ich mit der Pistole und dem Tuch nicht weit. Und hier ist ein Rettungsboot dran. Diese großen Stahlstücke in diesem Teil des Schiffsrumpfes sind locker. Also ja, hier ist was. Hier ist mal wieder ein Rohr. Und mehr kriege ich hier offensichtlich momentan nicht. Dann versuche ich es erstmal im Maschinenraum. Da war ja was. Kann ich vielleicht... Nee. Was ist hier? Es wird ein Zahnrad, okay. Untere Lobby mal gucken, was hier ist. Den Raum kennen wir noch. Tür ist verschlossen, das wissen wir ja schon. Eine Schaufel steckt hier drin, ah? Wo kommt die denn her? Also wie oft ich heute schon den Kamin rumgewühlt habe, ist auch der Wahnsinn. Ist das ein Waschbrett oder ist das wenigstens was in einen Kamin... Nein, es ist nichts, was in einen Kamin reingehört, es ist ein Waschbrett. Ach Leute, mal ein bisschen weniger random Sachen. So, weil hier sitzt hier ernsthaft ein Skelett? Ja, hier sitzt ein Skelett im Stuhl. Ja, Benjamin Guggenheim was dressed in his best and prepared to go down like a gentleman. Und das ist ganz offensichtlich das Skelett von Benjamin Guggenheim. Das ist hier natürlich ein Schlüssel. Ich weiß nicht, ob solche versuchen, das aufzubrechen, aber was soll ich hier machen? Nee. Fahrstuhlschacht. Nein, das wird nicht viel bringen. Aber vielleicht kann ich mit diesem Hebel hier was machen. Nein, nicht direkt. Nein, hier habe ich, glaube ich, erstmal ausgesorgt. Aber ich könnte nach oben gehen. Und hier raus, weil da ist ja noch was offen. Ja. Eine Kurbel ist schon mal gut. Und ich weiß auch sofort, wo wir die einsetzen werden. Nämlich hier. Funktioniert nach so langer Zeit. Ich benötige etwas, wo ich das Seil anbringen kann. Also ich habe wahrscheinlich jetzt nichts da, aber vielleicht ist ja hier in dem Rettungsboot irgendwas zu holen. Wir machen mal wieder Brainstorming beziehungsweise Wimmelbildstorming. Und auch hier liegt komischerweise ein Skelett drin. Wie viele Tintenfische gibt es hier eigentlich? Da liegt was drin, da draußen ist so ein Teil, hier ist noch ein Rochen. Also wirklich, Leute, eine Axt. Okay, das war auch wichtig. Ich suche immer noch eine Axt und nicht den Hammer hier. Der Hammer ist auch toll, aber... Was ist das für eine kleine Schiffsschraube, die hier drin liegt? Ein Kompass vielleicht noch. Ein Zahnrad. Oh, das wäre geil. Wenn ich das Zahnrad bekäme als Belohnung. Messer. Fabrizios Messer natürlich. Das heißt, das hier ist irgendwie Fabrizio wahrscheinlich. Messer, ey. Ah, hier, ja. Ich brauche einen Hummer, der ist hier, und ich brauche einen Kompass. Ich hätte auch gerne noch das Kreuz mitgenommen, aber ich bin ja eh tot, von daher. Ist ja egal, wie viel ich besitze. Hier ist ein Kompass. Das war ein Haken, aber den kann ich jetzt hier ranmachen. Speisesaal, der zweiten Klasse hoffe ich doch.
Sieht man von der Tiefung hier nach erster Klasse aus. Auch die Stühle erinnern mich an die erste Klasse. Jetzt hat man sich hier ein bisschen Mühe gegeben. Der Champagnerkühler ist zu einem beachtlichen großen Eisblock gefroren. Autsch. Eine Flasche Champagner, natürlich. Da ist eine Bar. Was ist denn das hier? Das ist ein Hinweis für ein Rätsel. Okay. Ich möchte hier etwas Rostlösendes, um den Rost abzuspülen. Ja, wie wäre es denn, wenn wir das mit dem Lappen machen? Na, wahrscheinlich kriege ich was Rostlösendes aus diesem Regal raus. Eine Flasche für den Regal, ich weiß schon. So,